Hallo Leute, herzlich willkommen. Hier ist Cliff, diesmal ohne Semni. Und wie ihr schon sehen könnt, ein Let's Play. Ein Let's Play Together, um genau zu sein, und zwar von Pokémon Saphir. Ich werde mit Semni zusammenspielen, also nacheinander. Jeder von uns hat dann 3 Slots im Team, die er für seine Pokémon brauchen kann. Und das sind auch erstmal die gröbsten Informationen. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, werden wir das noch später erwähnen, aber fangen wir einfach direkt mal an. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Brock, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Alles klar. Wo arbeitet ihr bitte zusammen? Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir dem Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Ja, wir sind auf jeden Fall ein Junge. Und unser Name ist... wird dieser Name sein. Doc, genau. Den Namen hatte Sam früher mal und ja, ich finde ihn eigentlich ganz lustig. So, mal gucken, wer sich drüber freut. Ah, du bist also Doc. Ja. Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es. Du heißt Doc und bist gerade nach Wurzheim, meinem Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Allzeit bereit. Dein eigenes Abenteuer wird neu wohl beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Ja, ihr seht, ich bin in einem gut gesicherten Lastwagen. So, jetzt kann ich raus. Wo geht's hier raus? Ein Pfeil. Folgen wir einfach mal dem Pfeil. Ja, gut, Mutti, komm. Doc, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Doc. Lass uns hineingehen. Ja, hinein. Siehst du, Doc? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Nein. Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch sowas von praktisch, Doc. Dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Party hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Okay. So, die Maschaks machen das schon. Ach, das eine. Der eine misshandelt gerade den Fernseher. Und der andere trägt einfach nur eine Kiste mehr. Alles klar. So. Ein Gamecube. Ah, meiner ist viel schöner. Meiner ist Pearl White. So, holen wir uns gleich erstmal noch den Trank aus dem Schreibtisch. So, und zurück. Ja, damit die Uhr ein. Wieso habe ich eigentlich eine rosa Uhr? Naja, okay. Und jetzt ist sie blau. Das ist aber komisch. Das ist nicht die Uhr, die ich eben gesehen habe, Mutter. Willst du mich verarschen? Okay, wir machen einfach mal ein... Oh, 2 Uhr nachmittags. Fast. Sogar fast. Naja, gut. So, Mutti, komm. Doc, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Man könnte sie auch Sklaven nennen, Mutti. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch... Habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Doc, Doc, schnell, komm schnell her. Da, das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Vati ist im Fernsehen. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Vati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Okay. Wie du befiehlst, Mutter. Geh mal gleich rüber. Hi. Oh, hallo, wer bist du denn? Oh, du bist Doc, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, dass dieser Programmierfehler... Ach, sowas Faules, ey. ...mit dir Freundschaft zu schließen. Lauf doch mal die Treppe hoch. Okay.
Ich renne und ich habe immer einen Rucksack und alles klar. Die hat die gleiche Uhr wie ich. Und die gleiche Gamecube, das sieht genau aus wie bei mir. Heike, Maike. Pokémon, bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch was? Was? Wer bist du denn? Ah, du bist Doc. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum. I have a dream. I want to travel around the world with my Pokémon. Mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaften zu schließen. Ich habe schon gelernt. Nee, ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Doc. Und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Doc, wir treffen uns später. Ja, okay. Bis bald, Mäuschen. So, tschüss. Ach, ich sage tschüss. Kampe. Ein dicker Junge. Hey, dicker Junge. Tschüss, dicker Junge. Oh, was? Ich kann am Ende dieser Straße jemanden schreien. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Na dann, Feuer frei. Hilfe! Hilfe, Krussi! Oh, rennt im Kreis. Hilfe! Du da drüben! Bitte Hilfe! In meinem Beutel, du findest ein Pokéball. Okay. So, welches wird wohl mein erstes Pokémon wird sein? Nämlich, jawohl. Bitte lass es männlich sein, bitte lass es männlich sein. Ein wildes Fisch. Los, Flammy. Ja, männlich. So, jetzt kommt wieder ein epischer Anfangskampf. So. Dreimal ist auch der Anfangskampf wieder so schwach sein. Kann das sein, dieses Teil so schwach? Flammy, jetzt kurz Erfahrungspunkte. Ich habe im hohen Grad Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, hi, du bist doch Doc. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Doc. Hast du eben schon mal erwähnt? Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon bist. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit in deinen Adern fließt wirklich das Blut. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Yeah, Flammy. Ja, ich gebe Flammy einen Kosenamen. Und zwar ein. Naja, ich bin ein Doktor. Selektor bei mir. Ah, ich weiß nicht. Okay. Ja, ich bin ja ein Doktor. Doc. Ja, ist was Doc. Ja, und darum werde ich ihm einen lustigen Namen geben. Ja, Viagra. Ja. Wenn du dich erst einmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du bestimmt ein verdammt guter Trainer. Mein Nachwuchs, Maike, studiert an der Route 103 Pokémon. Hast du nicht Lust, Maike noch zu suchen? Nein. Ach, sei doch nicht so. Du solltest wirklich mit meinem Sprossen... Nein. Oh. Danke. Ich habe eine Entscheidungsgewalt vom Allerfeinsten. Großartig. Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Okay. Hey, tschüss. Dort. So, dann heizen wir mal los und klatschen Maike erstmal an die Wand. Oh, die Musik ist so geil. Hi und tschüss. Ich möchte nicht mit dir reden, mit dir auch nicht. Ein wildes Pokémon. Ziemlich leichte erste Grasbüschel und es ist ein Zirxachs. Ein Weibchen auch noch. Und wenn wir das Muttertier erstmal. Das ist schneller als ich. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ein langsames Flammy. So. Was können wir hier? Ich will mal ein bisschen trainieren, erstmal auf Level 6, bevor ich in die nächste Stadt komme. Moppe. Das ist doch schon mal schön, ein Volltreffer und dann einer von mir. Ja. Denke mal in die Traumwelt, du hast keine Chance. Ich komme voll drauf. Oh, was kann das sein? So, warum wird gepistet? Na, er hat zu Tode gekratzt. Von einem Kind.
401 Kampf. Jetzt können Pokémon manchmal Level dazu gewinnen und stärker werden. Oh ja, deine Stimme hat sich gerade ganz auf meinen. Sobald dein Team-Pokémon stärker geworden sind, kannst du auch einen Rot bereiten. Oh, hi. Hi, ich habe deinen Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir? Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Das ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item, quasi als Werbung. Quasi? Als Werbung klingt nicht. Trank erhalten. Doppack, Trank in die Item-Datte. Okay, oh, okay. Ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden, daher ist er in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Stell dir vor, speichere mein Spiel. Schön, dann noch das. Ich sehe gerade, ich habe noch ungefähr 4 Minuten. Okay, da kann ich noch nicht lang. Hier. Oh, Häuschen. Hey. Das Pokémon auf der linken. Ja. Ach, ja. Okay, ja. Hey, ich will die Kaffeetasse mitnehmen. Okay, kann ich nicht. Dann werde ich erstmal ins Pokémon Center gehen, das Pokémon, mein Flamly, heilen. Und ja, dann gucken wir auch gleich mal zu Mike. Aber ich werde mit Flamly noch ein paar Level trainieren. Und dann vor Michael speichern, so dass Emily die alte besiegen kann. So, ich guck mal. Geh doch in den Markt rein. Ich will da auch mal rein. So, was haben wir hier schon? Der Verkäufer sagt, es sei alles ausverkauft. Jetzt stehe ich ohne Pokéwelle da. Ist das toll. Also tatsächlich ein Mann. Ich dachte, das wird ein Pokémon verletzt und verliert alle KP, so ist das Kampf. Und ja, ja. So, zwei Tränke habe ich. Das dürfte eigentlich locker reichen gegen Maike. So, dann gehen wir einfach mal hoch zur Route 103. Da ist ja Maike, die alte Maus. Und ich komme jetzt hier keine Wingwolves. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon Aquaknarre oder so kenne. Kratzer des Todes. Hey. Mein Pokémon ist unglaublich müde. Ich hätte einen Trank nehmen sollen. Wenn es müde ist, legst du auch schlafen, Mann. So, da oben ist Maike. Ich werde hier vor ihr speichern, damit sie ansprechen kann. Und vorher trainiere ich hier noch ein bisschen im hohen Gras. Ja, das war's dann auch schon. Und damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns nach Semlis Part. Macht's gut!